habe es tatsächlich geschafft, nach langem Suchen und wirklich einigen Fehlschlägen wieder mal ein paar echte Horrorbücher zu lesen. Und dieses ist auch eins, Die Hungrigen von M.R. Carey. M.R. Carey. In Wirklichkeit heißt M.R. Carey Mark Carey und ist ein Autor, ein Schriftsteller, der sich hier ein wirklich sehr außergewöhnliches Synonym hat einfallen lassen. Wie auch immer. Erschienen, ich glaube, in diesem Jahr. Warte mal, ich gucke nochmal nach. Ja, das ist tatsächlich noch ganz neu. Also, dieses Buch ist tatsächlich erst vor wenigen Wochen erschienen. Ich habe es durch Zufall irgendwie gefunden. Ich weiß auch nicht mehr wie und habe es gelesen. Und bevor ich jetzt mehr über das Buch erzähle, lese ich den Klappentext. Ein parasitärer Pilz hat unzählige Menschen in Hungrige verwandelt, ausgemergelte Untote auf der Jagd nach lebendigem Fleisch. In einem zum Labor umgebauten Panzer sucht eine kleine Gruppe von Militärs und Wissenschaftlern nach Antworten, unter ihnen das 15-jährige Genie Steven. Bei einem seiner heimlichen Streifzüge entdeckt er unter den Hungrigen eine Gruppe von Kindern, die sich seltsam kontrolliert verhalten. Steven erkennt in den Kindern die einmalige Chance auf ein Heilmittel. Doch wenn die Grenze zwischen Menschen und Monstern verwischt, wie weit wird er dann gehen, um die Menschheit zu retten? Und da muss man klar sagen, hier die angesprochene Figur Steven ist die interessanteste in dem ganzen Buch. Die anderen sind auch teilweise spannend. Da gibt es noch eine Wissenschaftlerin, die so ein bisschen mütterliche Gefühle hat für diesen Steven, der nämlich nicht nur anders ist, sondern, wie ich aus dieser Beschreibung des Buches herauszulesen glaube, deutliche autistische Züge hat. Es gibt, glaube ich, da auch nochmal den Begriff Savant, also Menschen mit einer Inselbegabung, die eine bestimmte Sache gut können und andere Sachen gar nicht. Und so, das wirkt auf Steven so. Menschliche Interaktion ist überhaupt nicht seins. Er unterhält sich ganz ungern mit anderen Menschen. Er guckt auf den Boden, kann Menschen nicht ins Gesicht schauen, will das auch gar nicht, möchte am liebsten mit denen nichts zu tun haben, ist aber auf der anderen Seite unheimlich fasziniert von diesen Hungrigen und hat selber ein Gel entwickelt, was sich die Menschen auf die Haut schmieren können. Und das verdeckt ihren Geruch, dass diese Hungrigen, also das ist einfach nur ein anderes Wort für Zombies, eine etwas andere Benennung von Zombies, sie nicht riechen können und dadurch die Menschen auch weniger gefährdet sind, wenn sie zum Beispiel durch eine Gruppe von diesen Hungrigen, von diesen Untoten wandeln müssen. Das war so eine seiner Glanzleistungen. Deswegen ist er überhaupt auf diesem Konvoi dabei. Es ist also in dem Buch wird eher weniger Panzer beschrieben als ein riesiges, rollendes und wie ein Panzer eben ausgekleidetes, weiß ich nicht, wissenschaftliches, mobiles wissenschaftliches Labor. Und das Faszinierende an dieser Geschichte sind mal wieder nicht die Zombies. Ich finde, viele gute Zombie-Romane zeichnen sich eben dadurch aus, dass nicht immer nur gemetzelt und gefressen und gemetzelt und gefressen und geschossen und gemetzelt und gefressen wird, sondern dass man sich versucht, Gedanken zu machen als Autor, was steckt hinter den Zombies, wo kommen die her? Und das hat man sich in diesem Buch, was heißt Mann, das hat sich Mark Carey in diesem Buch eben auch gemacht, die Gedanken. Die Zombies greifen, ich glaube, in dem ganzen Buch nur an wenigen Passagen wirklich an. Es geht darum zu ergründen, wie kann man diesen Zombies Herr werden? Wie kann man die Welt wieder so nutzen, wie man es gewohnt ist? Und wie kann man die Zombies entweder wieder zu Menschen verwandeln oder eben eliminieren. Und auf diesem Streifzug, dieser Truck mit seiner ganzen Besatzung, sind noch Militärs dabei, da ist ein General dabei, streift eben durch die Lande und kommt irgendwann an eine verlassene und auch halb zerstörte Stadt. Und in dieser Stadt gibt es eben diese Gruppe von Kindern, die ganz klar auch Züge dieser Zombies oder dieser Hungrigen tragen, sich aber eben nicht so verhalten. Und spätestens ab diesem Punkt in der Geschichte wird klar, dass Steven wichtig ist, weil er hat auch noch einen Anzug für sich entwickelt, der alles abschirmt und begibt sich mit diesem Anzug in die Gruppe Kinder und findet heraus, dass sie eben tatsächlich so eine Art Zwischending zwischen Menschen und Hungrigen sind. Sie sind definitiv keine Menschen mehr, sie können nicht mehr richtig kommunizieren, aber sie verhalten sich eben auch nicht so instinktgelenkt wie normale Zombies im Rest dieser Welt. Das ist schon fast alles in der Geschichte, kann man sagen. Es wird sehr liebevoll beschrieben, wie die verschiedenen Charakter in diesem Buch, die alle in diesem wissenschaftlichen Labor, in diesem riesigen rollenden Laborpanzer oder Panzerlabor sind, wie die sich verhalten, wie die untereinander agieren. Da gibt es den Gewalttätigen, den Unüberlegten, da gibt es den General, der
sowohl den zivilen Teil dieser Besatzung, nämlich die Wissenschaftler, wie auch den militärischen Teil irgendwie unter Kontrolle halten muss. Er hat einen Antagonisten innerhalb der Wissenschaftlergruppe und muss das alles versuchen mit ruhiger Hand und mit einer Mischung aus autokratischem, aber trotzdem menschlichen und vielleicht in Ansätzen sogar demokratischen Verhalten zu zähmen. Na, wie auch immer. Also der General muss gucken, dass er beide Seiten, nämlich die Militärs, die nur schießen wollen, und die Wissenschaftler, die ergründen wollen, die beiden irgendwie zusammenzuhalten, dass sie sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das funktioniert meistens, aber eben auch nicht immer. Und wenn man Steven bei seinen kleinen heimlichen Ausflügen begleitet, kriegt man schon wirklich in diesem Buch Angst. Aber mehr kann ich jetzt nicht verraten, sonst verrate ich zu viel von diesem Buch. Es ist für mich ein tolles Zombie-Buch gewesen, weil es eben nicht nur, wie ich eben schon sagte, um Gemetzel und Abgeschlachte geht, sondern weil es darum geht, zu ergründen, was ist da passiert und wie kann ich es entweder wieder zurückverwandeln in den Ursprungszustand oder wie kann ich damit leben oder wie kann ich eben sehen, dass alles nur noch von Menschen und eben nicht mehr von Zombies bevölkert wird. Das ist schon wirklich faszinierend. Auch die Ränkespiele innerhalb dieses Trucks, dieses mobilen rollenden Labors und auch die zwischenmenschlichen Probleme, die da auftauchen, sind schon toll beschrieben. Die eine Wissenschaftlerin, die darin vorkommt, ist schwanger, was eigentlich auch nicht mehr passieren darf. Und da gibt es schon wieder leichte Probleme. Es ist kein unblutiges Buch. Und je weiter das Buch voranschreitet, desto blutiger wird es. Es gibt einige Szenen, die sind wirklich nicht ganz ohne. Und es hat eine sehr faszinierende Wendung gegen Ende hin. Und das mag ich ja bei Büchern. Der Schluss dieses Buches ist überraschend und nicht vorhersehbar in keiner Art und Weise und rundet die ganze Geschichte nochmal ab. Ich fand es faszinierend, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, für jeden, der bei Zombie-Büchern nicht nur auf das pure Gemetzel steht, weil das ist ja das, was Zombie-Bücher sonst häufig ausmacht, wer ein bisschen Hintergrundwissen haben will, wer dieses Wissenschaftliche darin ganz interessant findet und wer vor allen Dingen gerne gute Charakterstudien lesen will, der ist mit diesem Buch gut bedient. Wirklich ganz toll fand ich diesen Steven, der als Autist oder als Savant toll beschrieben war, auch immer wieder in seinen kleinen Rückschlägen, wenn er versucht, dann doch auf die Menschen, die ihm genauso fremd zu sein scheinen wie eben die Hungrigen, die Zombies, wie er versucht, auf die zuzugehen und Rückschläge erlebt und ohne diese Wissenschaftlerin, glaube ich, auch völlig aufgeschmissen wäre. Das ist wirklich sehr faszinierend. Es ist ein tolles Buch, intelligent geschrieben, wie ich finde, mit sehr viel Wert auf das legend, was dahinter steckt. Ja, das ist M.R. Carey oder Mark Carey. Es gibt einen, das wusste ich auch wieder nicht, ich weiß ja doch ziemlich vieles nicht, wie mir immer wieder auffällt. Es gibt eine Verfilmung dazu und die kann man auf Netflix sehen. Nein, das ist falsch, ich rede Unsinn. Es gibt eine Verfilmung eines anderen Buches von Mr. Carey, das ebenfalls in dieser Welt spielt und die Vorgeschichte ist. Das wusste ich nicht. Und den Film kannte ich aber. Ich wusste allerdings nicht, dass dieses Buch in diesem Universum spielt. Man kann beides völlig losgelöst voneinander lesen. Es gibt keine Verbindungen. Nur diese Welt, dieses Universum, was Carey da geschaffen hat, das verbindet. Ich zeige euch jetzt ein paar Ausschnitte. Ich glaube, das ist erlaubt aus dem Film, wie er bei Netflix zu sehen ist. Und auch den kann ich voll. Ja, das sind Die Hungrigen. Ein Zombie-Roman mit einer Seitenstärke von immerhin 460 knapp Seiten von M.R. Carey. Jedem zu empfehlen, der, wie ich eben schon gesagt habe, nicht nur das pure Gemetzel mag. Ich bin gespannt, ob ihr schon mal was von ihm gehört habt, von Mr. Carey. Bin gespannt auf eure Meinung und hoffe, diese in den Kommentaren zu lesen. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.